Ladies and Gentlemen, willkommen zu einer weiteren Runde FeeCBC Infinity Evolved. So, die beiden Dimensional Transceiver sind fertig. Wir machen jetzt weiter und zwar brauchen wir die Ender Query. Dafür brauchen wir aber erstmal ein QED und das können wir relativ schnell craften. Dafür brauchen wir Ender Infused Obsidian. Jetzt waren hier so viele und haben Obsidian gemobst. Ja gut, dann muss ich mir gleich mal ein neues gießen. Das ist kein Problem. Das machen wir schnell hier fertig. Ändern fürs Obsidian. Dann mache ich das so. Lava ist hier noch genug drin. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich war nochmal in Twilight Forest vor der letzten Folge sogar noch. Und habe dann mal ein Uncrafting Table gesucht. Mache ich später nochmal was mit. Ich glaube in einer der nächsten Folgen sogar. Auf jeden Fall, ich brauche noch Burnt Quarz. 4 Stück. Also 16 Nether Quarz. So, ganz wichtig beim Eleuschmelter: nicht auf Furnace Mode lassen, All Smelting, sondern nur Furnace Only. Weil nur dann wird das zum Burnt Quarz, andernfalls wird das zu Quarzglas. So. Das hätte ich. Da muss ich noch dran denken, dass ich das gleich wieder umstelle. In der Mitte kommt eins davon. Und dann vier Diamantos. Okay. Dann nur noch zwei. Wie heißen sie? Eye of Ender. Wollte ich wenigstens mal den Enderpearl das verwurschteln. Ändern fürs Obsidian, Diamond Edge Computational Matrix oder wie auch immer das Gefixe heißt. Holz, eine Workbench, Crafting Table, QED. Cracky Ender Device. Okay. Wo packe ich das mal hin? Weißt du was, das packe ich jetzt einfach hier hin. So, das brauchen wir jetzt wofür? Wenn wir uns die Ender Query einmal anschauen. Wir brauchen. Welcher Teil war das jetzt? Ender? Moment. Jetzt bin ich verwirrt. Sonst hatte man dafür immer ein QED gebraucht. Okay, interessant. Ja gut, dann brauchen wir das doch erstmal nicht. Man kann jetzt später noch was damit machen. Das werde ich auch später noch benutzen. Dann setzen wir jetzt den Ender Query dran. Oben die Teile haben wir. Wir brauchen nochmal so einen Teil. Einen Diamond gefixe Hydro-Gepummels. Ja, so wird das richtig ausgesprochen. Diamond gefixe Hydro-Gepummels. Dann ein wenig Obsidian. 5. Dann mache ich jetzt mal ein wenig hiervon raus. Weil das werden wir auf jeden Fall brauchen. Einmal 4. Burn Quartz. Jetzt kann ich das auch wieder umstellen auf All Smelting. So, das hätten wir. Einmal, zweimal, einen Sapling. Nehmen wir so einen Dark Oak. Was brauchen wir noch? Endercores und dafür brauchen wir Magical Wood. Das ist etwas schwieriger herzustellen. Es gibt aber einen gewissen Trick. Werde ich jetzt anrufen oder was? Nö. Okay, da kommen einfach nur mehrere Nachrichten auf einmal. Und zwar hat dieser Trick mit meiner Lieblingsverzauberung zu tun. Flimflam. Und zwar brauchen wir Bookshelves. Ich hatte auf jeden Fall noch Bücher, das weiß ich. Ich habe noch 5 Bücher?
4. Flimflam. So. Und zwar, das Magical Wood wird jetzt aus den verzauberten Büchern, einem Bookshelf und 4 Gold gemacht. So. Wie wir jetzt sehen, kriegen wir 17 Magical Wood. Und zwar, weil die Verzauberung Flimflam stark genug ist. Flimflam 1 reicht ja schon aus. Würde man normale verzauberte Bücher nehmen, würden wir so 1, 2 rauskriegen. Aber mit Flimflam kriegen wir ganze 17 raus. Okay. Dann brauchen wir... Das können wir schon mal so anordnen. So. Einmal. 1, 2. So, 2 Eye of Ender. Und wir haben die Enderkurs. Davon werde ich mir irgendwann nochmal mehr machen. Wir brauchen dann nur noch 2 Ender Thermic Pumps und eine Dia-Spitzhacke. Die Dia-Spitzhacke können wir jetzt schon mal machen. Einmal, zweimal Diamant-Spitzhacke. Und gleich kommt noch der... Okay, beruhig dich mal. Zwei davon brauchen wir. Jetzt habe ich dir das Gedanner gerade aus dem Konzept gebracht. Ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Habe ich noch irgendwo einen Eimer? Einmal Lava und Wasser habe ich hier auch hoffentlich irgendwo. Nur hier, oder wie? Ich habe hier echt keinen Wassertank. Ist ja gut. Dann lass ich mal die Stelle oben. Machen wir mal so. Und erstmal ganz schnell hier, Music Sounds. Weather auf 9, das geht ja gar nicht klar. Das hatte ich aber schon mal, dass das Gewitter so extrem laut war auf einmal. Was war das noch, was ich hier brauche? Eisenspitzhacken, verdammt. Muss ich jetzt mal raustun. Das kommt hier raus. Jetzt im Ernst, wieso wird das immer so extrem laut gemacht? Ich verstehe nicht, warum das Gewitter jedes Mal so laut ist. Lava, Wasser. 2 Dias, eine Blazewood. So. Nochmal eine Enderperle. Wie ist heute bei mir in der Aufnahme der Wurm drin, habe ich schon ein Gefühl. Als ob irgendetwas nicht möchte, dass ich da erfolgreich... Ich denke, ich werde schlafen. Ich weiß auch nicht, gar nicht, wie ich darauf komme, dass ich mal schlafen gehe, aber das wird gerade ein bisschen sehr laut. So. 2 Ender Thermic Pumps. Und wir haben eine Ender Query. So. Ich mache jetzt aber trotzdem nochmal ein wenig Ender Infused Obsidian. Wieso, wenn sich jetzt bestimmt einige fragen. Die Ender Query kann mit einer Weile. Und den Koppel tue ich jetzt hier auch nochmal rein. Wo war ich jetzt dran? Ah ja, die Ender Query kann jetzt mittlerweile auf mehrere Wege ihr Gebiet abstecken. Zwar geht das einmal über Zaun. Es gibt aber mittlerweile auch sogenannte Endermarker, die einfach hier im QED hergestellt werden mit 2 Endern fürs Obsidian und einer Enderperle. So, wir brauchen 3 davon. Die kommt dahin. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oh.
Und ich brauche natürlich noch hier die Ender. War das Ender Flux? Wo haben wir die Teile? Ich vergesse den Namen immer. Hier, doch, Ender Flux Crystal. Ja, komm, dann mach ich dann nochmal. Also ich brauche jetzt auf jeden Fall 4 Enderperlen, weil ich jetzt auch wieder... Ich sehe es schon wieder kommen. Weil ich jetzt auch 2 davon machen möchte. Na so. Und den Rest heben wir uns mal auf. Vielleicht kann man den noch gebrauchen. Wir machen das einmal so. Und einmal so. Dann sollte das dementsprechend jetzt was schneller gehen. So, in der Zwischenzeit, wo habe ich mein Chisel? Nicht hier. Ach komm, bevor ich jetzt Ewigkeit. Mach ich jetzt mal so. Ich brauche was Inventarplatz. Oh, süßer Inventarplatz. Schüsseln. Cleanstone. Würde ich langsam auch. Was wir mal machen könnten. Wir könnten hier einmal ein Observations of an Immortal nehmen. Zum Uncrafting Table gehen und das hier reinlegen. Wir brauchen einen neuen Level, die gönnen wir uns mal. Sogar ganze 10. Observations of an Immortal. Erstmal hallo Speed. Sag hi zu YouTube. Bin ich gerade zu blöd für den? Magst du mal vorbeikommen? Ich glaube, ich bin zu inkompetent für den Uncrafting Table. Oder braucht er wirklich exakt 9? Falsch. Oder muss ich hier irgendwie so? Danke. Ja gut. Beide Marker sind fertig. Sehr schön. Das Buch. Das kann weg. Kommen die Goldnuggets manchmal gerade wieder zu Waren. Alles klar. Ich kann nochmal das ganz kurz aufladen. Hier die Essence Berries rausschnappen. Ah. Hallo. Kannst du mal versuchen, hier aus den Nether Stars rauszuholen? Kostet 9 Level. Bedien dich. Das würde mich jetzt mal interessieren, ob der das schafft. Ich habe auch verdammt lang nicht mehr mit dem gearbeitet. Klappt auch nicht. Okay.
Ich google. Ach ja, mal. Oh Leute. Lever könnte man mal versuchen. Aber ich wüsste nicht, dass er seit neuestem einen Redstone-Signal braucht. Ne. Okay, schade. Gut. Das war dann auch ein Giftsklo. Deine Bezahlung. Der Vogel. Oh Mann, nur mit verrückten Nasetier zu tun. Geh mal zum Arzt. Mittlerweile sollten aber auch hier die Endermarker fertig sein. So. Ich mache es noch. Wann mache ich das noch jetzt? Ja, komm, ich mache das noch jetzt. Ich brauche eine Diamantpipe. Da mache ich extra die von BC Transport, weil ich die dafür am elegantesten finde. Und ich mache mir noch eine Voidpipe. Ich hoffe, die ging so. Zu gut in diesem Spiel. Ich bin einfach zu gut in diesem Spiel. Okay, Spaß zur Seite. Einen Dimensional Transceiver setze ich jetzt hier hin. Der hat auch schon sofort alles bekommen. Sehr schön. Wieso ist hier Wasser? Ich will es nicht wissen. Okay. Eine Deerpipe. Ich hoffe doch, dass sie automatisch extrahiert. Warte mal. Items. Stimmt, das könnte sein. Ach, ich mach das jetzt erstmal. Komm, ich gehe kein Risiko ein. Erstmal hier eine Fackel hin. Zwei Hals, komme ich auch neu sau. Ja, das hat ja sehr cool geklappt. Nochmal ein Glasblock. So. Und ich hatte hier noch Item-Conduits. So. Dann jetzt hier eine Diamond Transport Pipe. Und hier mache ich eine Void Pipe dran. Und dann würde ich sagen, mache ich das so, dass hier eine Truhe rankommt. Und dann hier nach oben geht immer links und rechts. Ja. Das mache ich dann gerade fertig hier. Und das vernehme ich mal hier so. Das kann wieder weg. So. Na. Extract Resort Signal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, eine brauche ich noch.
dann ein Stack in Eisen und Gold. Eisen. Gold habe ich noch genug. Ah, ich kann nur ein paar machen. 5 Stück kann ich noch machen. Also wir gehen jetzt mal full ham hier. Also wirklich voll Schinken. Full prosciutto. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Convert Connector. Insert. 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 So. Genug Ton. Und dann hier oben mache ich sogar nochmal so hier. Dann weiß kommt das rein, was wir nicht wollen. Okay, komisch. Jetzt haue ich schon mal das raus, was wir nämlich nicht wollen. Und zwar erstmal ein volles Inventar. Okay. Na, Gravel wollen wir nicht. Diorite, Dirt, Limestone, Andesite, Granite, Marble. Und Cleanstone wollen wir nicht. Das wird jetzt mal alles rausgefiltert. Wenn ich noch Marble zum Bauen brauchen sollte, werde ich das einfach bei einem der nächsten Quarries einfach mal einen zustellen. Limestone noch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfekt. So, ich bin bei 20 Minuten. Ich würde sagen, das war dann noch eine längere Folge. Welche Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, Anmerkung, Kritik, alles in die Kommentare. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Schaut doch bei den kaputten da mal vorbei. Hier bei diesem Street Doodle 3 oder sowas. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.